Statement von mir zum Spiel. Erstmal, ja, GG. Ein paar von denen waren noch sehr, sehr cool. Die waren nett, wir haben danach mit denen geredet. Die haben auch echt hoch gespielt, so in der B-Jugend und A-Jugend in der Bundesliga bei Viktoria und TB, meinten sie. Das haben wir noch gemerkt, die waren wirklich cool. Ein paar von denen, aber das will ich auch mal ansprechen, waren nicht so cool. Und da stelle ich mich vor meine Spieler. Sie haben, ihr könnt euch denken, zu wem sie es gesagt haben, zu zwei. Ja, aus dir wäre eh nichts geworden, eigentlich hast du dich verletzt und so. Das ist ein Traum von denen, der kaputt geht, weil sie sich verletzt haben und dann spielen sie das aus. Also das ist viel schlimmer als so eine grobe Beleidigung. Und wir haben uns umgetreten, was auch noch okay ist, ist in der Kreisliga, es gehört dazu. Aber dann, die schießen das 1-1 und der Trainer von denen und die Verantwortlichen rennen zu uns auf unsere Seite, also nicht alle, so ein paar da, und schreien mich an, nur heiße Luft und so voll abgegangen, weil da waren Emotionen auch dabei, okay, aber was mich auch sehr, sehr getriggert hat, eine Situation, es war so ein Pressball und war kein Foul oder so. Und unser Spieler ist am Boden liegen geblieben, also ganz unglücklich irgendwas, der musste auch ausgewechselt werden, der wurde vom Platz getragen. Später dann hat er fast geweint, weil er nicht wusste, was ist und Schmerzen hatte und sowas. Und worauf ich hinaus will ist, die Spieler selbst von Grunewald wussten nicht so, okay, sollen wir jetzt weiterspielen, weil sie der hat da rumgeschrien und der Trainer von denen, wir spielen weiter. Und dann denke ich mir, da liegt so ein, keine Ahnung, Anfang 20-Jähriger, schreit da vor Schmerzen und dann, keine Ahnung, der Typ war 50 oder 55, ich weiß nicht, sah so aus auf jeden Fall. Und ist ein erwachsener Mann und so, es steht 1-1, okay, in der Kreisliga zählt, chill mal dein Leben. Und da denke ich mir so, Alter, so ein bisschen Sportlichkeit. Und dann ist er auch so auf meine Seite gekommen von der Coaching-Zone und hat immer irgendeine Scheiße gelabert. Und ja, aber ich bin stolz, meine Spieler haben sich nicht provozieren lassen. Sehr gut gemacht. Und der eine war auch super. Immer wenn Sydney den Ball verloren hat, ist er so zu mir gekommen und meinte, wer ist Sydney, wer ist Sydney, wer ist Sydney? Und dann hat Sydney das 2-1 gemacht. Und das war auch super geil. Dann bist du zu ihm gegangen. Das ist Sydney. Und da hab ich die ganze Folge gebabbelt. Ihr merkt, ich bin immer noch auch leicht angetriggert. Ihr wisst da, wie ich bin. Letzte Woche war es zum Beispiel gar nicht so. Die Jungs waren auch krass motiviert, aber die waren voll fair. Und cool, der Trainer war cool, die haben sich drauf gefreut. Aber die waren eher so, ja, nicht so. Und so du kannst Trash-Talk machen, aber nicht so, wie sie es gemacht haben, so mit Verletzungen auf die Spieler gehen und wer ist Sydney und sowas, so bei jedem Ballverlust und sie. War sehr, aber das war super schön. Also die drei Punkte schmecken so gut.